Das absolute Highlight der Saison. Ja, ist eine Wahnsinnsstimmung hier. Wir sind alle jetzt schon im Beast-Mode und sind richtig heiß aufs Wochenende. Wir sind relativ kurzfristig eingestiegen, haben das Projekt vor ein paar Wochen erst aus der Taufe gehoben, haben mit AMG und unseren Fahrern sehr, sehr kurzfristig und meiner Meinung nach respektables Paket schnüren können und werden mal schauen, wie es läuft. Wir haben den Kenneth Heyer, den Sebastian Asch, den Tristan Wautier und den Edward Sandström auf dem Auto. Ich will mir gar nicht so viel ausrechnen, will die Messlatte nicht so hoch legen, aber rein theoretisch, wenn wir durchkommen, müssten wir konservativ unter die ersten 15 kommen. Hier ist ein besonderes Feeling, kann sich toll einstimmen auf das ganze Event. Die Leute sind da in Massen, also macht schon richtig Spaß. For me it's the first time doing this race, so I was quite surprised to see how many people are here. It's very nice, very overwhelming to see all the fans coming. Dann hat man mal die Möglichkeit, auch als Fahrer hier mal auf normaler Straße mit so einem AMG GT3 zu fahren. Ist einfach eine coole Sache, macht für die Fahrer und auch für die Fans Spaß. Im Top 30 Qualifying haben wir nicht ganz so das erreicht, was wir uns vorgestellt haben. Starten auf 23, ist aber fürs Rennen jetzt nicht wirklich ausschlaggebend. Also weiß ja jeder hier oben, innerhalb von einer Stunde, zwei ist ja alles schon ein bisschen auseinandergezogen und so weiter. Aber ich glaube, dass es dieses Jahr auch mit Abstand das schnellste Rennen geben wird. Wir haben sehr viele Autos auf einem sehr hohen Speed-Level. Die Autos haben mittlerweile eine brutale Aerodynamik. Wir haben Passagen, die gehen voll. Da hättest du in 5 Jahren noch nicht von geträumt. Und dementsprechend glaube ich, dass es mit Abstand das schnellste Rennen geben wird, solange es trocken bleibt. Now after approximately 8 hours we are running 20th. We need to climb a bit and we have to push over the night all the drivers and see what we can be when the sun rises and yeah, it's gonna be interesting. Das war wirklich turbulent heute Nacht. Ich bin einen Doppelstint gefahren, wo es begonnen hat zu regnen. War relativ heftiger Regen und ist zwischendrin mal kurz abgetrocknet. Am Ende war es wieder relativ viel Regen. Es hat sich eigentlich, die Bedingung hat sich permanent geändert. Das ist natürlich extrem schwierig, sich als Fahrer darauf einzustellen, weil sich jede Runde einfach anders anfühlt. Aber das macht natürlich die Nordschleife einzigartig. Und ich habe jetzt mit allen Fahrern geredet. Denen hat jetzt auch allen mega Spaß gemacht im Regen. Und wir konnten auch richtig gut aufholen. Wir sind von 18 auf 9 vor jetzt. Wir müssen das Auto einfach durchs Ziel tragen und am Ende eine gute Position mitnehmen, hoffentlich.
Wir hatten jetzt ungefähr nach 22 Stunden einen Rennabbruch. Resultierend aus dem ganzen Nebel, der sich hier gebildet hat, haben sie sicherheitshalber das Rennen abgebrochen und haben gesagt, wir machen einen Restart. Die Abstände haben sich ja jetzt quasi neutralisiert. Das heißt, die Autos, die eine Runde Vorsprung haben, die haben zwar eine Runde Vorsprung, aber wenn man in derselben Runde war, dann sind die ganzen Abstände genullt. Das heißt, es geht alles von vorne los. Und da sieht man jetzt natürlich hier spannende Aktionen, die hier natürlich wollen, in der letzten Stunde wollen die natürlich das Rennen entscheiden, ist ja logisch. Und das ist natürlich jetzt gerade mega spannend. We had a very last-minute effort put together, all of us, with only one race preparation, VLN2. And so therefore our goal was to have a solid race and bring the car back in one piece. And top 10 was actually kind of our goal. We finished 10th, so we're happy with the result. Very humbling for me, because so much thrown at you in one race, the weather, the traffic, the night conditions was incredible. So very stressful in the middle of the night when it starts downpouring rain and I'm in slicks tires on Dottingerhaue, and I have only a few corners to do to the end of the lap on slick tires, but it feels like I am on a high skating ring, and that in my head is going through so much pictures: do not crash it, do not crash it, just bring it back to the pits safely. I think that will be the strongest memory of this race. Wir sind am Ende auf dem 10. Platz eingelaufen. Wir haben sehr gegambelt. Wir sind quasi eine 9. Runde plus die Einführungsrunde des Restarts gefahren. Das war schon so, dass wir uns vorne die Schuld zugeschustert haben, wer denn jetzt gleich schuld sein wird, wenn das nicht aufgeht. Also war wirklich eine sehr, sehr knappe Nummer. Wir haben kaum noch Sprit im Auto jetzt. Haben uns dadurch überhaupt erst in die Position gebracht, den 10. Platz, den wir jetzt belegt haben, dann auch einzutüten. Denn wir haben leider eine 3,5 Minuten Strafe und eine 1 Minute 7 Minuten Strafe letztendlich im Ergebnis. Wenn du die jetzt abziehst, dann bist du easy 6. oder 7. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt halt der 10. Platz geworden. Wir sind super, super zufrieden. Wir haben ein ganz, ganz schwieriges 24-Stunden-Rennen gefahren und mal unabhängig dieser beiden Strafen haben wir überhaupt keinen Fehler gehabt. Keiner von uns Fahrern, das Team hat, jeder Boxenstopp hat gesessen. Wir haben nicht einmal Räder falsch gewechselt zu irgendeinem Zeitpunkt. Also es war eine rundum sehr, sehr gelungene Situation.